Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Force of Nature 2. So, ihr seht schon, ich bin zu Hause, weg von der Höhle, wie beim letzten Mal. Aber das ist ja immer so, wenn man speichert und neu startet. Es ist eine neue Aufnahmesession und wir landen dann immer wieder hier in der Basis. Ich habe etwas gemacht und zwar möchte ich mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bei Deep Two Steps einmal bedanken für all die tollen Tipps auch und noch einmal danke für den Tipp, dass ich doch nochmal auf die Inseln gehen sollte. Ich habe etwas übersehen und so war es auch. Ich bin nochmal auf die Inseln zurück, bin alles nochmal abgelaufen und habe tatsächlich 3 von diesen Schatzkisten nicht gesehen. Die habe ich quasi übersehen und das ist natürlich nicht so gut. Denn in einer von diesen Schatzkisten war Folgendes drin. Das landet hier im Portemonnaie. Guck mal hier. Eine Schatzkarte nämlich. Und ich denke, die ist wichtig. Wir werden jetzt nochmal zurück auf die Insel gehen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir mit dem Geist nochmal irgendwie interagieren können. Und diese Schatzkarte da irgendwie sinnvoll ist. Ich vermute nämlich, dass da vielleicht... der Schlüssel liegt sozusagen, weil es ja irgendwie nicht weiterging mit dem Geist, ne? Und wir ja schon im Sumpf drüben sind und Dinge erforschen und gucken. Und ich habe unser Portal ein bisschen näher an das hier gebracht, damit wir nicht so weit laufen müssen. Da kann es auch stehen bleiben, falls wir hier wieder rüber müssen und irgendwelche Ressourcen brauchen. Oder so können wir dann über das Portal hierher reisen. So, und dann lasst uns mal gucken, ob das jetzt irgendwie was nützt. Das wollte ich natürlich mit euch zusammen machen und nicht alleine. Mal gucken. Was hast du auf dem Herzen? Ich habe eine Karte. Da steht es. Okay, ich habe eine Karte in einer der Truhen gefunden. Allerdings sind auf ihr auch einige Symbole und Zahlen drauf. Was bedeuten die denn? Das sind die Längen und Breitengrade. Diese Koordinaten führen zu einem Ort auf der Insel. Ich habe die Stelle auf deiner Karte bereits markiert. Oh, guck mal hier oben. Ja, geilo. Vielen Dank, Mensch, Captain Skip. Ach, Captain Skip ist das, ja. Okay. Sonst interessiert mich erstmal nichts. Nö, das ist okay. Ich werde da jetzt mal hingehen. Wir gucken mal. Ich laufe einfach mal in die Richtung. Hab natürlich dadurch, dass ich die ganze Map nochmal abgelaufen bin, auch alles gesäubert. Da waren auch hier und da noch ein paar von den netten Ureinwohnern hier. Und ja, die habe ich dann auch einfach mal ausgemerzt, ne? Dadurch habe ich wahrscheinlich auch wieder Unmengen an Zeug. Ne, jetzt geht's gerade. Aber zwischendurch musste ich auch wieder nach Hause, um den ganzen Kram wieder loszuwerden. Hatte einfach so viel Zeug wieder in meinem Inventar, wie es halt immer so ist bei mir. So, mal gucken, was da ist. Ich hoffe ja, dass die Kugel einfach anfängt zu blinken. Habe ich eine Schippe? Ja. Ich denke mal, ich werde eine Schaufel brauchen. So, dann werden wir da mal hinlaufen. Warte mal. Ist das die richtige Karte? Nicht, dass es ganz woanders ist. Ja. Sehr, sehr schön. Aha, guck, hier sind auch ein paar Wölkchen. Und da sind auch noch Freunde. Ja, guck mal. Hallo. Ich habe doch noch nicht alle. Nice. Habe ich doch noch nicht alle. So, du auch noch? Ich glaube, dann habe ich aber wirklich alle. Wir könnten auch da nochmal auf T drücken. Und wie wir sehen, ist hier nichts mehr. Okay, cool. Der Zauber ist auch ziemlich nice, um zu gucken, was da so noch alles los ist, ne? So, hier. Hier ist das Kreuz und meine Kugel macht nichts. Okay, wir versuchen es einfach mal, okay? Bin sehr gespannt. Oh! Treasure. Ich habe auch eine Errungenschaft freigeschaltet. Oh. Okay, warte mal. Hier ist was. Aber mal hier. Ein Skilltrank. Verzehrbares Fertigkeitspunkte plus 3. Es gibt solche Tränke. Wie nice ist das denn bitte? Das ist geil. Das ist geil. Da können wir nämlich noch 3 weitere Sachen freischalten. Das finde ich super gut. Das wäre auch cool, wenn wir selber so einen Trank bauen könnten. Okay, wenn der jetzt vielleicht extrem teuer wäre oder so. Dann müssten wir uns halt ein bisschen reinhängen. Aber es würde ich echt feiern, wenn wir selber Fähigkeitenpunkte oder Fertigkeitenpunkte bauen könnten. Oder erwerben könnten. Das wäre very, very nice. Sowas. Da waren noch 3 Sachen, ne? Hier ist jetzt nichts weiter drin, aber hier ist jetzt was drin. Okay, wir gucken. Wir haben noch eine Schatzkarte. Oder ist das immer noch die? Und das hier ist ein Anhänger mit dem Porträt eines Mädchens. Ich vermute, dass wir so den Geist vielleicht dazu bekommen, dass er uns hilft, dass er bei uns bleibt. Das wäre super gut. Das wäre super, super gut. Okay, wir laufen mal zurück zu dem. Mal gucken, bin sehr gespannt. Komme ich hier wieder zurück? Ja. So, dann laufen wir hier mal wieder irgendwie umher. Und gucken mal, dass wir da wieder
zurückkommen. Sehr cool. Ja, danke, 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 Deep Two Steps, dass du mich da so unterstützt. Das finde ich mega nice. Ich bin jetzt kein Freund von Backseat Gaming, aber so einen kleinen Hint mal zu geben, einen kleinen Tipp an der Stelle, weil das wäre mir, glaube ich, komplett untergegangen. Weiß ich nicht, ob ich da jemals dran gedacht hätte, hier doch mal alles abzulaufen. Wahrscheinlich irgendwann. Telefon. Sei ruhig. Muss kurz mein Telefon leise machen gleich. Sehr störend in der Aufnahme. So. Okay, okay, okay. Dann laufen wir mal hier runter. Wo ist er? Hier ist der Buddy. So, mein guter Freund. Lass mal hören. Das ist ja großartig. Wo hast du denn den Anhänger gefunden? In einer vergrabenen Schatztruhe. Hier, nimm ihn. Ja, das ist mein Anhänger. Bill hat ihn von meiner Leiche gestohlen. Es ist eine Ewigkeit her, seit ich ihn das letzte Mal in meinen Händen halten konnte. Oh, wie dankbar ich dir bin. Ja, möchtest du mir jetzt vielleicht auch helfen? Er muss dir wohl sehr am Herzen liegen, oder? Darin befindet sich ein Bild meiner Geliebten. Viele Jahre hat es mir das Herz erwärmt, auch bei Sturm und Eiseskälte. Es schmerzt zu wissen, dass ich sie nie wiedersehen werde. Sie hat diese Welt wohl bereits verlassen. Oh, mein aufrichtiges Beileid. Nicht nötig. Ich habe mich damit abgefunden. Aber danke. Ich sehe, dass es dich nicht nach Reichtümern verlangt. Eine Seltenheit heutzutage. Wenn du möchtest, kann ich dich auf deine Reisen begleiten und dir helfen, wo immer ich kann. Wenn du mich begleiten willst... Gerne, ich habe nichts dagegen. Oh, wie cool. Wir haben einen neuen Buddy. Sehr cool, wir haben einen neuen Buddy. Okay. Gut, dann haben wir jetzt hier Captain Skip, den Wanderer, Vikasa. Okay, und er soll auf jeden Fall... Ah, wir können ihnen ja auch Prioritäten sagen, ne? Das heißt, dass die nicht immer alle das Gleiche machen, sondern dass die auch an verschiedenen Sachen irgendwie arbeiten. Das finde ich eigentlich ganz gut. Die können auch Sachen abbauen. Achso, abbauen, wenn wir Gebäude woanders hinstellen, ne? Reparieren, bauen, herstellen. Ich gebe mal dem Wanderer herstellen Prio. Guck, dann kriegt der jetzt reparieren als Prio. Dann fängt er damit an. Das ist okay, wir lassen das so, wie es ist, ne? Sehr, sehr cool. Ich glaube, wir haben es. Dann lass uns mal hier kurz mit dem anderen reden. Oder können wir auch mit dem reden? Ich glaube, wir können immer nur... Warte mal. Nee, guck mal, man kann nur über den Wanderer reisen. Naja, gut. So, ab nach Hause. Cool. Da ist der Buddy. Juhu, jetzt können wir uns wieder voll... Ends auf die andere. Oh mein Gott, was für ein Wetter. Auf den Sumpf konzentrieren, wollte ich sagen. So, pass auf. Wir werden jetzt erstmal ganz kurz den ganzen Schnullifatz, den wir hier haben, nochmal eben wegsortieren. Das ist mir wichtig, bevor wir wieder zurückgehen auf die andere Geschichte in die Höhlen. Ich ziehe dazu auch wieder das hier an und werde das hier tauschen. So. Pläng. Plöng. So, was haben wir denn hier alles? Keine Ahnung. Ich versuche einfach alles irgendwie da reinzupacken. Ob das jetzt so hinhaut, weiß ich nicht. Ich habe übrigens vom letzten Mal, das hatte ich dann zwischendurch mal wegsortiert, das Jadezeug habe ich hier reingepackt. Ne, nur ich bin ja für Transparenz, nur damit ihr Bescheid wisst, wo mein ganzes Zeug ist. Ja, das war, weil ich halt zwischendurch... die Karte einfach abgesucht habe, bevor das euch jetzt langweilt, habe ich gedacht, mache ich das alleine. So, dann sind hier noch ein paar Sachen. Waffen, Munition, haben wir da noch ein bisschen was? Ja, okay. So, dann gehen wir mal hier hoch. Kommt das noch rein? Hier kommt das noch mit rein. Spinnennetze können wir hier reinmachen erstmal, ne? Stoffreste kommen unten. Hier machen wir auch das rein. Warte mal, ich muss das mal kurz hier ein bisschen... bei mir schon mal vorsortieren, weil ich nicht durchsehe. Die Pilze, auch blaue Nachtkappen, packen wir bei den Fresshaien mit rein. Genau wie diese Dinger hier. Auch wenn das jetzt nicht so Fresshaien-mäßig ist. Das behalte ich mal hier. Oder pack das bei uns ins Nachttischchen, den Skilltrank, okay? Obwohl, den können wir eigentlich verballern. Den können wir eigentlich verballern, das machen wir jetzt mal. Wenn wir den schon kriegen, nutzen wir uns den auch. Nutzen wir uns den auch. Super Deutsch, ganz klasse. Was nehmen wir denn?
Also im Prinzip würde ich jetzt ganz gerne. Das hier will ich eigentlich gar nicht. Den haben wir schon. Ja, das ist die Frage, ne? Oh, am liebsten möchte ich alles skillen. Ist das hier Giftwiderstand? Ist ein bisschen nervig, aber kommen wir, glaube ich, ganz gut klar mit aktuell, ne? Ausdauer finde ich ganz cool. Leben kann ich nicht. Herstellungsgeschwindigkeit ist mir erstmal Latte, weil wir ja unsere Buddies haben, ne? Also, pass auf. Im Prinzip möchte ich auf jeden Fall die Kugelheilung verbessern. Kugelkontrolle würde ich gerne noch ein bisschen raufpacken. Und Ausdauer. Hoffe, das war jetzt die richtige Entscheidung und ich hoffe auch, dass wir alles leveln können bis zum Ende, dass wir wirklich alles komplett hochleveln können. Was ist das hier eigentlich? Zauberwiderstand. Oh, wir werden noch mit Zauberern zu tun haben. Das ist. Eieiei. Ja, okay, wir müssen das hier hochleveln. Wir müssen hier Giftwiderstand Level 1, Erforschung von Zauberwiderstand notwendig. Haben wir noch gar nicht. Okay. Gut, ne, haben wir die drei Punkte einmal schön vergeben. Das ist gut. Wo kann ich noch was hinlegen? Nicht wirklich. Achso, ich wollte noch ein bisschen durchsortieren. So, Gewächshaus. Soll ich die Pilze da einfach reinlegen? Ist das eine doofe Idee? Mach die jetzt da rein, ne? Warte mal, ich hole mal die anderen Pilze auch noch her. Ich glaube, ich lasse die Pilze einfach dort. Obwohl ich natürlich mit denen kochen muss, ne? Macht gar keinen Sinn, oder? Aber vielleicht kann ich die dann auch anbauen. Dann nehme ich erstmal die dort oben hin. Okay. Das hier rein. Diese Höhlenrotzkäppchen. Kann man die auch anbauen? Moment. Ich laufe jetzt erstmal noch 20 Mal hin und her, okay? Höhlenrotzkäppchen, kann ich die auch anbauen? Blaue Nachtkappen? Da müssen wir dann Level 2 machen, ne? Müssen wir unbedingt Pilze Level 2 machen? Ja gut, dann hau ich das jetzt hier mit rein. Okay, das kommt alles raus. Da müssen wir mal gucken. Das hier ist kaputtes Schwert. Das kommt hier rein. Kaputtes Schwert, bitte sehr. Die Statuette können wir irgendwo hinstellen. Ich habe keinen Platz für so einen Kram. Wo stelle ich die denn jetzt hin? Hier vielleicht? Hier ist noch ein bisschen Platz. Hier so. Statuette. Hier. Ja. Das hat sehr gut geklappt. Vor allem, weil sie mit dem Kopf jetzt zur Wand guckt. Das ist richtig gut. Nein, warte mal. Hier stimmt was nicht. Moment. Möchte das bewegen. So. Und zwar möchte ich es drehen. So. So. Okay. Und dann haben wir noch die Vase. Steht einfach daneben. Ja, weiß ich auch nicht, was wir jetzt damit machen sollen. Da können wir noch mal später ein bisschen dekorieren. Und hier wollte ich auch was reinlegen. Was wollte ich denn da reinlegen? Den Trank. Aber den habe ich jetzt benutzt. Okay, ist Quatsch. Okay, alles klar. So, dann hier die Sackleinen-Gedöns. Das machen wir hier noch mit rein. Oder wir machen das einfach so. Und dann ist das Thema auch durch, oder? Ja, hat gut geklappt. Nicht. So. Okay. Und hier unten machen wir dann noch. Oh, ich muss wieder drehen, ne? Weil sonst meine Orientierung ist furchtbar. Ansonsten. Und dann machen wir hier noch Steine rein. Und hier noch den ganzen anderen Schnulli. So, fertig. Let's go, Leute. Wir müssen wieder zurück. Wir müssen dringend wieder zurück in die Höhle. Die möchte ich jetzt zu Ende erforschen. Danach müssen wir nochmal ein Dynamite machen, ne? Müssen wir noch ein Dynamit machen? Ich hoffe, es geht hier überhaupt noch weiter. Aber hier waren wir ja fertig geworden. Bei den Kackspinnen. Drecksviecher.
Da sind sie wieder. Bleib doch hier. So, nimm deine Spinnennetze mit. Kannst mich mal. So, hier haben wir noch das da. Und das da. Muss man die... Jetzt mal so in die Runde gefragt, für alle, die das auch spielen. Gibt es irgendwie einen Trick, wenn man mehrere Sachen auf dem Boden hat, die man immer alle einzeln... Muss man die immer alle einzeln anklicken? Oder kann man auch Sachen in Summe anklicken, dass man die danach dann aufheben kann? Wisst ihr, was ich meine? Ich guck gleich nochmal, ob ich gleich wieder sowas finde. Wo geht's denn hier weiter? Oh, wir haben mehrere Wege. Offensichtlich. Warum ist denn hier keiner mehr? Hallo? War ich hier schon? Moment. Ach so. Das war es jetzt wirklich, ja? Ah, ja, großartig. Also wir haben hier halt auch nochmal so ein Teil. Gut, dann sind wir ja durch, ne? Dann müssen wir jetzt, ja, dann gehen wir zurück und machen Dynamit. Weil geht ja nicht anders. So. Wie viele Portale habe ich jetzt? Hier habe ich eins. Jetzt eins in der Höhle. Ja gut, dann nehme ich das Portal jetzt mit, ne? Pack ich ein für die andere Höhle. Ja, so machen wir das jetzt. Ich nehme das mit. Wir holen uns das und dann geht's zur nächsten Höhle. Aber vorher müssen wir uns noch ein schönes Dynamitchen machen. Wir brauchen ja noch viermal Dynamit. Das ist immer so teuer. Mann, Mann, Mann. Ja, hätte ich gedacht, da ist noch ein bisschen mehr, aber na gut. Dann ist das jetzt so. Ich glaube, das Zeug haben wir komplett mitgenommen. Ach nee, es macht gar keinen Sinn, was ich gerade mache, oder? Leute? Nee, das machen wir nicht. Wir lassen das Ding hier. Ich werde es noch versetzen. Geht aber irgendwie nicht. Ich kann es nicht versetzen. Ich kann es nur abreißen, ne? Pass mal auf, wir lassen das hier. Wir lassen das so. Weil wir müssen eh wieder hierher, weil mit diesem Ding hier müssen wir irgendwas machen. Okay, dann lasst uns mal rüberporten zur Basis. Das heißt, ich muss jetzt noch Zeug haben für die Dinger. Für das Portal. Wir brauchen mehrere Portale. Das heißt, wir müssen Ektoplasma haben und Ton. Ton bauen wir ab, das ist kein Problem. Ektoplasma müssen wir bauen. Lass mal gucken, was wir dafür brauchen. Habe ich schon wieder vergessen. Ektoplasma, war das in der Werkbank? Ja, das war in der Werkbank. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Milch, Zauberheidelbeeren und Asche. So, ein bisschen Asche haben wir noch, aber echt nicht mehr viel. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal einen Stack Asche. Wo ist denn das hier? Stack Asche machen wir nochmal fertig. So, wir gehen schauen, ob wir noch ein bisschen Milch haben. Das wäre ganz nice. Komm du mal her, bitte. Ich kann sie nicht herrufen. Es funktioniert nicht. Ich kann sie nicht herrufen, die blöde Kuh. Blöde Kuh. Mistverdammter. Warum denn nicht? Das ging doch vorher immer. Wie viel Milch haben wir denn? Ja, wir haben ja noch ein bisschen Milch. Komm her jetzt! Mistvieh! Ich kann sie nicht rufen. Es hat nicht funktioniert. Na gut. Jetzt vielleicht? Nee.
komm doch mal zu mir. Warum rennst du immer in die falsche Richtung, Mann? So, Asche war das. Was war denn das andere? Milch. Und Ton. Ton. Okay, holen wir. Gut. Glaube ich. Mal gucken, wie viel Ecto... Ach so, ja. Ich bin doof. Die Zauberheidelbeeren brauchen wir. Ton brauchen wir natürlich auch. Aber Zauberheidelbeeren brauchen wir. Die müssen wir jetzt erstmal anbauen. Das ist sehr wichtig. Das heißt, ich brauche meinen dusseligen Eimer und ich brauche Zauberheidelbeeren. Moment. Müssen wir hier Zeug noch mitnehmen? Nein, wir machen Wasserfilter klar. Obwohl, ich habe genug Wasser da drin, ne? Ich hole mal meinen Eimer und dann machen wir erstmal ein paar Zauberheidelbeeren fertig. Das ist wichtig. Und dann, genau, Ton war, glaube ich, für in Summe nachher. Für das Portal. Stein, Ton und Ektoplasma. Wir haben genug. Okay. Brüllte sie durch den Saal. Zauberheidelbeeren. Da brauchen wir die Dinger hier. Ah, da haben wir immer nur so wenig, ne? Ja, dann nehme ich mal gleich die, wo die Range hier auch passt. Wo wir auch gleich mit... Haben wir keinen Dünger mehr? Noch genug Dünger. Ach, das geht gar nicht mit den Dingern? Doch. Hä? Was? Ach, da brauchen wir richtiges Wasser. Ja. Kruzifix. Was ist denn mit dir? Das ist ja toll. Hm. Okay. Na klar. Kein Problem. Das ist gar kein Problem. Das machen wir einfach so. Da bin ich völlig entspannt. Mhm. So, jetzt aber, ne? Ich habe eh nur 5. Also 5 Felder kann ich machen. So, jetzt hier. Was ist besser? Das hier? 10 Erntemenge? 15. Dann machen wir doch gleich das hier, oder was? Ach komm, ist egal. Ich nehme jetzt das. Das haben wir am meisten. Das hier brauchen wir für andere Sachen. Okay, pflanzen wir mal. Und weg sind die Dinger. Kannst halt immer nur ein Beet machen. Aber wir werden danach gleich noch ein paar mehr anlegen. So. Meine lieben kleinen Scheißerchen. Kommst du jetzt mal her? Danke. Den Rest sehe ich schon wieder nicht. Kommst du auch mal her? Nee, das kann ich so. Ich. So. Die läuft, ne? So ist gut. Okay, 19 Milch. So, der ist fast fertig. Okay, aber wir haben ja noch keine Blumen, oder? Ich guck mal. Wir haben 3 Zauberheidelbeeren. Das ist jetzt nicht so viel. Milch ist schon wieder ready. Ja, auch. Hier könnten wir vielleicht noch was reinpacken. Bräuchte ich noch mal ein bisschen Weizen. Das können wir machen. Ich habe ja genug Wasser. So. Ich gehe am besten da rein. So. Ja, warte, ich sammle erstmal ein. So,
So, wir haben die Zauberheidelbeeren. Ich werde direkt noch einen draufballern. Go. Ist aber halt nicht so viel, ne? Ich wünschte, wir hätten mehr von den Samen. Das wäre echt besser. Vielleicht können wir irgendwann selber Samen machen. Wäre noch viel besser, ja. Warte, hier macht da mal was rein. Das kann da rein. So. So, ich muss mal ganz kurz hier den Trog einmal befüllen. So. Okay, wir müssen eigentlich noch Dings machen. Ektoplasma 4. Wie viel brauchen wir für ein Tor? Brauchen wir 3. Jetzt haben wir, glaube ich, gleich 6. Dann können wir schon wieder 2 Tore basteln. Das ist ja erstmal ganz gut, oder? So ein bisschen Stein noch ins Gepäck. Machen wir das. Ein bisschen Stein holen wir uns auch noch. Und dann passt das erstmal eine Runde. Ja, kannst du ein bisschen mitarbeiten? Ja, sehr gut. Dann geht das auch schneller. Wir könnten aber auch parallel gucken, ob wir nicht mal eben ein bisschen Dynamit machen möchten. So, Dynamit. Wir brauchen 5 von den Sicherungskabeln. Haben wir 2. Brauchen das da. Wir brauchen Leder und Sacklein. Das sollten wir hinkriegen. Ich gucke nochmal Leder und Sacklein, wie das da aussieht. Leder und Sackleinen. Das ist kein Problem. Sondern eher die anderen Sachen. Super. Also, TNT. Da brauchen wir Erde, Schwefel und Salpeter. Salpeter hatten wir angebaut. Wasser haben wir. Schwefel und Erde. Okay. Schwefel und Erde. Haben wir überhaupt Schwefel? Soll es nicht. Wir müssen Schwefel organisieren, ne? Erde ist jetzt auch nicht das Problem. Da könnten wir nochmal schnell mit der Schaufel irgendwie los. Hier, ne? Na, ja. Doch, doch, war richtig. Ich wollte gerade sagen. So, machen wir ein bisschen Erde, ein bisschen Schwefel. Ja. Wo war ein Schwefel? Das war doch in diesen dunklen Höhlen, ne? Wir brauchen sowieso Schwefel. Ach, großartig. Warte. Warte kurz. Komm, wir müssen eh dahin. Wo waren das hier? Mineneingang, Kupfer, Eisen, Schnullifatz. Hier, ne? Da gehen wir mal hin. Ich glaube. Ich glaube, das ist gut. Wir gehen hier rein. Halt. Oder hätten wir lieber auf die andere Seite gehen sollen? Wir haben ja jetzt eine Lampe, ne? Das ist ziemlich cool. Ich guck mal auf die Karte. Ja, das sieht gut aus. Hier, guck, hier ist alles voll mit Schwefel. Da laufen wir jetzt hin. So. Hier sollte ja auch alles geklärt sein. Insofern sollte das auch keine Probleme machen. Das heißt, ich würde dann jetzt auch gleich nochmal nach der Folge ein bisschen Schwefel organisieren. Brauchen wir eh. So. Sehr gut. Das lohnt sich. Kann man auch alles wegmachen, ne? Das wirft ja auch alles irgendwas ab, was man normalerweise halt... Ist das besser, wenn ich das mit dem Schwert mache? Oder mit der Keule? Irgendwie mehr raus. Kann das sein? Nö. Das ist, glaube ich, random. Einfach irgendwie random. So, ja, das müssen wir aber nicht abbauen, denke ich, denn das können wir uns alles selber bauen. So, weiter. Machen wir das nämlich fertig. Für TNT basteln können. Wir brauchen noch die anderen Sachen. Mal gucken, wie viel
Dynamit wir denn rauskriegen nachher. So, den großen nehme ich ja auch noch mit. Wie viel haben wir? Oh, ein bisschen was, ne? Das lässt sich natürlich jetzt um einiges schneller abbauen, ne? Mit den neuen Werkzeugen. Und dann müssten wir ja bald auch mit dem Jade-Werkzeug, Jade-Waffen oder sowas. Jade müssen wir lernen, fällt mir gerade ein. Wir müssen unbedingt mal gucken, mit Jade zu arbeiten. Und irgendwas mit den Pilzen oder so brauchten wir doch noch. Wir müssen mal gucken, was wir lernen können in der nächsten Folge. So ist gut. So ist gut. Ich glaube, das reicht uns erstmal. Also ein paar Sachen werde ich noch abbauen, aber das werde ich euch jetzt nicht antun. Das mache ich ja zwischen den Folgen. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann weiter an den Bau von Dynamit machen und gucken, welche Sachen wir alle lernen können. Da freue ich mich mega drauf. Also vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.